schönen guten Abend, ihr Lieben. Ah, gespenstisch leer ist es heute hier. Sogar Wolfi fällt mir, um den Stab zu halten. Aber ich sehe hier Ralf. Wenn Ralf, du mir behilflich sein könntest und coronamäßig, habe ich hier noch etwas mitgenommen. So, wenn du das hier nimmst, dann müsste das funktionieren. Bitteschön. Ich grüße euch im leeren Haus. So muss ich digital hinaus. Zu euch daheim am Kanapé. Ja, es tut schon etwas weh. Ein leeres Haus ich ungern sehe. Im nächsten Jahr, das wünsche ich mir, zum Bersten voll der Clubraum hier. Ganz toll die Idee, ich bin entzückt. Eurem Kommunikationschef ist geglückt. Bei allen Bestsellern, groß und klein, kann ich heute Abend sein. Und glaubt mir, ich höre den Applaus, den ihr mir spendet von zu Haus. Als Mann von da oben kommt er bei mir an und ich ihn an die kleine Mannschaft hier weitergeben kann. Und nun ein Blick ins Buch. Ich will euch sagen, was sich so alles zugetragen. Zuerst möchte ich gern, Urs, dass du zu mir kommst. Stellvertretend für den gesamten Vorstand des BSC. Es hat sich ein Führungswechsel angebahnt, ja, ich möchte sogar sagen, ein Generationenwechsel. Nur, es kam nicht ganz so, wie ihr euch das gedacht habt. Da kam so ein winzig kleiner Wicht, Corona genannt, der uns das ganze Jahr begleitet hat. Da waren doch Dinge vorgesehen wie die 125-Jahr-Feierlichkeiten. Und ich möchte eigentlich das Jahr für euch wie mit dem Start bei einer Regatta vergleichen. Man trimmt die Segel, schaut, dass der Mast richtig steht. Die Mannschaft bekommt langsam das Adrenalin, man wird nervös, der erste Schuss fällt, man hat sich super vorbereitet. Man pirscht sich vor und knapp vor der Linie, man sieht so richtig, es wird ein Nullstart, wird abgeschossen und es findet nichts statt. So ungefähr lief das heurige Jahr für den Vorstand. Und es war nicht ein Start, es waren viele Starts. Wenn ich mir vorstelle, dass trotzdem Veranstaltungen über die Bühne gingen, dann kann man sich dabei überlegen, wie viel Vorbereitung das benötigt hat. Da war zum Beispiel eine spannende Fuchsjagd, wo es gelang, auch noch den richtigen Wind zu bestellen. Ich habe mich bemüht und habe dem Chef gesagt, wenn Sie schon das ganze Jahr so ein Theater haben, gib Ihnen doch ein bisschen Wind, damit etwas draus wird. Es war eine Opti-Woche, die nicht nur eine Woche war, sondern zwei Wochen. Das heißt, die Beteiligten haben sich zwei Wochen zur Verfügung gestellt, um auch wirklich dafür zu sorgen, dass die Kleinen nicht allzu belastet werden von diesen Schwierigkeiten. Auch das laufende Jugendtraining, wenn ich herunterschaute an den Samstagen, war immer wieder etwas los. Dann gab es eine Clubregatta mit dem Känguru-Start, erstmals so. Es hat zwar dann einige gegeben, wie den Wolfi, der kreuz und quer auf der Startlinie herumgeirrt ist, bis er erkannte, dass er jetzt dran ist und den anderen nur im Weg steht. Das Zielschiff wurde als ein blaues Schiff beschrieben, nur der Wind, der drehte das Schiff so, dass wir nur das weiße Heck sahen, aber man hat ihn gefunden. Ja, stellvertretend für den Vorstand, lieber Urs, möchte ich dir Corona-bedingt etwas übergeben. Ich werde es nicht in die Hand nehmen, sondern darf es nur kommentieren. In der Mitte diese durchsichtige Flasche, ist nicht gedacht als Desinfektionsmittel, sondern
ja, eigentlich auch ein Desinfektionsmittel, nämlich wenn es wieder euch gelingt, bei den Vorstandssitzungen wieder physisch beieinander zu sitzen, dann soll hier jeder ein bisschen Desinfektion nehmen, weil es soll ja angeblich auch, wenn man es hier durch den Mund nimmt, auch etwas wirken. Dann habe ich noch etwas mitgebracht, nämlich es gibt jemanden, der ein bisschen leidtragend ist bei dir als Vorstand oder als Präsident. Und das ist die First Lady. Und nachdem ich weiß, dass sie ein, zwei Lieblingsweine hat, habe ich mir gedacht, bringe ich etwas von diesen Weinen mit. Und ich wünsche Durchhaltevermögen, Kraft für das nächste Jahr. Also vielen Dank, lieber Nikolaus. Die Anstrengungen waren groß, aber die Anstrengungen waren für den Club angemessen und es freut uns sehr, dass es so honoriert wird. Dankeschön. Ich bin ja schließlich da oben und sehe mehr, als ihr glaubt. Unter anderem habe ich gesehen, zu Saisonbeginn, Corona hat etwas nachgelassen. Man durfte mit den Booten ins Wasser. Da sah ich auch ein Boot hereingleiten, die Desir von Inge und Robert. Ein richtig grauer, unangenehmer Tag, 16 Grad Lufttemperatur, 12 Grad Wassertemperatur. Aber das Boot muss nun einmal in Betrieb genommen werden. Inge entert das Boot, nein, eigentlich eher sie kentert neben das Boot. Robert steht und schaut, wie Inge mit der Hand vor dem Gesicht auftaucht. Die Brille ist gerettet. Er will ihr über die Stufen helfen, doch der Wasserstand, der ist zu nieder und was übrig bleibt, sind Abschürfungen von den Muscheln. Also nach Achtern zur Badeleiter schwimmen, es ist ja nicht so kalt, um das Boot von hinten zu entern. Nach einiger Zeit hört man Inge: Warum bringe ich die Leiter nicht herunter? Robert denkt, halt Frauen, steigt aufs Boot und eilt nach hinten. Und das Malheur? Über Winter wurde die Badeleiter verlängert, aber der alte und somit zu kurze Strop zum Aufholen wurde belassen. Und so stand die Badeleiter im rechten Winkel hinaus. Während Inge gemütlich weiterschwimmt, montiert Robert, bis die Badeleiter benutzbar wird. Sie kommt heraus, ich muss euch nicht erzählen, wie nett sie ausgeschaut hat. Robert, ganz nervös, will nach Hause, um trockene Sachen zu holen. Da kommt die Meldung: Ich habe doch für dich eine komplette Garnitur dabei, denn für normal bist du so botschert und falsch hinein. Zieht sie an, es passt wie beim Bundesheer, und keiner hat's gesehen. Ja, an einem schönen Tag höre ich im Hafen einen Höllenlärm. Ich schiebe die letzten kleinen Wolken zur Seite, was da wohl los sei. Da höre ich die Barneis wortgewaltig sich gegenseitig Kommandos und andere Liebenswürdigkeiten zurufen. Beato am Vorschiff, so roll doch endlich ein. Helga mit der Rollleine über der Winch. Es geht nicht mehr. Während sich das immer mit klareren Worten wiederholt, läuft Robert und Inge gerade ein und hören auch dieses Spektakel. Da sagt Robert zu Inge, den zwei muss ich helfen, sonst passiert noch etwas. Robert geht zu Barneis ans Schiff und als die Lage geklärt ist, kommt zum Glück Erhard des Weges und so schaffen es die zwei, die unter einem enormen Druck stehende Genua am Unterlieg auszuhängen. Auf das Kommando 1, 2, 3 lassen die beiden blitzschnell los. Es folgt ein Knall über den ganzen Hafen, als würde zum Start geschossen und die Genua entrollt sich. Ja, liebe Barneis, eine Erkenntnis haben wir, glaube ich, gewonnen. Nach fast 170 Jahren gemeinsamen Segeln kann man die Genua einfach nicht mit dem Spielfall setzen
und dann mit aller Gewalt rollen. Dann gab es da eine Seniorenausfahrt, wobei interessanterweise ein, zwei Schiffe dabei sind, die dieses Wort Seniorenausfahrt gar nicht so gerne hören, weil sie halt doch noch ein paar Jahre jünger sind, aber wartet nur zu. Die erste Fahrt oder der erste Tag ging nach Rorschach. Es war, wenn ich so sagen darf, ein Sauwetter. Ein ordentlich steifer Wind, ein paar Mutige segelten durch, die anderen stampften mit dem Motor so durch die Gegend, dass das Boot für die nächste Woche aufgeräumt war. Im Hafen angekommen, machte man natürlich ein Entspannungsschläfchen. Plötzlich sieht man Hermann wie ein aufgescheuchtes Huhn durch den Hafen laufen. Auf die Frage, was ihn denn so nervös macht: Mein Rucksack liegt noch zu Hause auf dem Bett. Aufgrund Hermanns Gesichtsausdruck traut sich keiner zu fragen, was denn da so Wichtiges drin sein soll. Jeder hat noch eine gute Idee, wie man hin und zurückkommt. Denn von Rorschach nach Bregenz mit den Öffis ist nahezu eine Tagreise. Man denkt hier schon fast an Goethe. Hermann meldet beim Hafenmeister an und bezahlt. Dabei erzählt er sein Missgeschick. Und dann geschieht das Wunder von Rorschach. Der Hafenmeister holt sein Auto, fährt mit Hermann nach Bregenz, holt den Rucksack und kommt samt Hermann wieder zurück. Der Törn ist gerettet. Hermann trinkt in Ruhe ein Bier. Ja, wenn andere des Morgens früh schon wach, Wolfi und Silvia kuscheln so bis acht. Doch plötzlich schon so kurz nach sieben stört ein furchtbar Lärm die Lieben. Mit Trompeten und Gesang der Tag in aller Früh begann. In Kreuzlingen, ja dort im Hafen, Happy Birthday, obwohl noch viele schlafen. Schnell und in die Hose und flugs an Deck, er taumelt noch vor lauter Schreck. Mit Sekt und Keksle startete die Morgenstunde, es wurde ein schöner Tag mit der Seniorenrunde. Beim Umtrunk wurden alle wach, so schlecht war ja nicht das Ungemach. Und noch einmal zu den Senioren in Rorschach. Hat man natürlich am Abend, als Hermann dann da war, gut gegessen und getrunken. Beim Clubhaus wird noch etwas nachgebechert und man entscheidet sich, schlafen zu gehen. Was sich dann abgespielt hat, bemerkte keiner. Bei Wasles steigt man aufs Schiff, so wie immer Hartwig zuerst. Und schon macht es einen Plumps und Hartwig liegt im Wasser. Als er wieder auftaucht, bespricht Grete mit ihm die Rettungsaktion. Sie holt zuerst eine Taschenlampe und mit vereinten Kräften schaffen es die beiden, bei erschwerten Umständen wie niedrigem Wasserstand, lästigen baulichen Erschwernissen und natürlich dem Adrenalinschub eines jungen Menschen. Unverletzt außer wenigen Kleinigkeiten. Ja, wenn man trainiert genug, kann Mann oder Frau auch mit gemeinsam nahezu 180 Jahren solche Situationen meistern. Bravo! Endlich flacht Corona ab und so starten Sepp und Moni mit ihrem neuen Schiff für einige Tage auf Tour. Nicht fehlen dürfen natürlich die Rädchen, die am Kajütdach fest verzurrt sind. In Langenargen werden für den Ausflug nach Nonnenhorn oder vielleicht auch Wasserburg die Rädchen entladen und montiert. Befreit und verliebt radeln die beiden dahin. Am Ziel angekommen, werden die Räder an einer Stange angehängt, das Schloss umgehängt und es klickt zu. Nun noch ein schöner Spaziergang oder ein, zwei Achtele, ein Bänkle, wie schön ist doch die Zweisamkeit. Dann wird es Zeit, wieder nach Hause zum Schiff zu kommen. Vor den Rädern bittet Moni um den Fahrradschlüssel, doch Seppel ganz erstaunt, den habe ich nicht. Und Moni meint, der ist doch aller dem Rucksack.
Die weitere Konversation schneide ich jetzt aus dem Bericht heraus. Sie war unterhaltsam. Jedenfalls wurde der Abend relativ lang, bis mit den Öffis der Schlüssel am Boot geholt war. Übrig bleibt nur noch ein Trost. Wenigstens war er am Boot und nicht zu Hause. So, ihr Lieben, jetzt ist Schluss, weil ich wieder weiter muss. Und glaubt mir, ich komme nächstes Jahr zur illustren Seglerschar. Euch zu tadeln und zu loben, wenn ihr was wisst, meldet es von oben. Bleibt schön zu Hause und dort allein, es wird zu eurem Segen sein. Dann kann der Spuk zu Ende gehen und wir uns wieder live hier sehen. Zum Bersten voll das Clubhaus will ich sehen und wieder mit Freude vor euch stehen. Passt auf euch auf und seid froh, das wünscht euch der Nicolo. Ja, lieber Nikolaus, ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken für den Besuch in unserem Haus. Ich darf mich bedanken für die Spontanität und diese Offenheit, es auch zu tun, wenn es jetzt schwieriger ist mit den Clubmitgliedern bei uns da in diesem Raum. Ich darf dir im Namen aller Clubmitglieder ein kleines Präsent überreichen und wie du es vorher auch mir überreicht hast, habe ich es in sicherem Abstand am Tisch abgestellt. Nochmal vielen Dank für den Besuch. Es war uns eine Ehre und wir freuen uns auf nächstes Jahr und hoffentlich, wie du gesagt hast, in einem vollen Club. Danke für die lieben Worte, danke auch für die Flasche. Und das momentan wichtigste Wort, das man überall hört, bleiben gesund. Bleiben gesund.